Der Videoblog heute ohne Kameramann. Wir haben versucht, uns das Handy so aufzubauen. Sieht auch sehr natürlich aus. Dustin, was war los heute? Wir haben Doppel ganz knapp verloren, aus deiner Sicht. Wahnsinn. Ich meine, die zwei sind gute Doppelspieler. Wir haben auf jeden Fall halt rumexperimentiert, wie man am besten gegen dich spielt. Im ersten Satz hat es nicht so gut geklappt, aber wir haben dann natürlich gemerkt, dass wir aggressiv nach vorne hin spielen müssen, was dann auch sehr gut geklappt hat. Und ich finde, wir haben definitiv eins unserer besten Doppel bis jetzt gespielt. Und ja, am Ende hat das kleine bisschen Glück gefehlt, um das Match zu gewinnen. Aber trotzdem, finde ich, war das ein super Match. Erzähl mal im dritten Satz, das war völlig verrückt. Ich kann mich an keinen Doppel erinnern, dass ich jemals gespielt habe, das so spannend war im Endeffekt. Ganz kurz, schilder es mal aus deiner Sicht, was alles passiert ist. Wenn ich mich noch an alles erinnern kann. Also es war am Anfang die ganze Zeit eng. Wir hatten bei deren Aufschläge, glaube ich, ein, zweimal 0,30. Dann haben die mich hinterher gebreakt, wo ich noch einen Doppelfehler serviere zum Breakball. Den schneiden wir raus. Und dann, wie gesagt, dann waren wir 5-3 hinten. Dann unfassbares Return-Spiel von Kasi eigentlich. Ich habe den ganzen Return, keinen Return reingespielt, außer beim Breakball. Da habe ich einen Winner geschlagen. Das muss dann auch reichen. Und ja, wie gesagt, dann haben wir uns irgendwie durchgehangelt und haben gekämpft und hatten selber noch Breakbälle, die haben wir auch nicht geschafft, waren im Tiebreak hinten und haben halt immer weiter geglaubt und wir waren sogar dran, hatten einen Matchball und haben es trotzdem dann letztendlich leider verloren. Und für alle, die es nicht wissen, wir haben gegen die Weltmeister gespielt. Ja, Canolas Lopez, 3 in der Welt und ja, die wir Weltmeister waren nah dran, aber hat noch nicht ganz gereicht. Aber wir werden jetzt, wie geht's denn weiter? Erzähl mal, was passiert jetzt? Wo bist denn gerade? Ich bin dank Gazi sind wir direkt zum Flughafen gefahren und sind jetzt in Melbourne im Flughafen und warten auf unseren Flug zurück mit Qatar Airways. Dann werden wir zu Hause ein bisschen Zeit verbringen, denke ich mal. Und dann werden wir am 26. dann nach Argentinien fliegen. Zum? Davis Cup. Genau. Und danach? Und danach spielen wir die Südamerika-Tour. Zusammen. Team Brown Cars 2013. So ist es. Ich verabschiede mich jetzt bei allen Tennisnet-Usern. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht zu blocken. Leider habe ich verloren, bin nicht mehr in Melbourne, kann nicht mehr blocken. Bei Annika Beck entschuldige ich mich noch, weil ich versprochen habe, dass wir noch einen Block machen nach der ersten Runde. Ihr müsst verfolgen, Annika spielt sensationell. Heute quasi, also beziehungsweise morgen Melbourne-Zeit, ihr Zweitrundenmatch. Und ja, das ist eine gute. Aufpassen drauf. Also, liebe Grüße aus Melbourne und ja, ich melde mich dann wieder vom Davis Cup oder aus Südamerika. Alles Gute. Jetzt auch noch Tschüss.